Was machen wir denn da? Ach, Mensch. Naja, aber komm, wir haben jetzt so viel im Plus, dann können wir hier nochmal das Gewerbegebiet runterstufen, weil das bringt uns eh nicht so viel, das bringt uns 600 die Stunde. Dann können die wieder glücklich werden. Und Industrie machen wir dann vielleicht auch noch runter und Wohngebiet lassen wir auf 9. Ach, wir brauchen unbedingt so ein Finanzzentrum. Wann haben wir hier das nächste Upgrade? Ach, haben wir. Ja, gut, dass ich das ignoriert habe. Ja, ja. Da kam jetzt aber kein Lichterloh, Feuerwerk und Co., ja? Das habe ich nicht gesehen. So, ja, hier so eine Sicherheitsabteilung wäre ja auch nicht schlecht. Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen erstmal eine Sicherheitsabteilung, damit ich dann hier anfangen kann mit den großen Krankenhäusern und so. Ach, Mio, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, ich mache erst die Finanzabteilung. Brauche ich die hier hinter? Ich glaube, die baue ich hier hinter. So. Weil dann kann ich jetzt wenigstens richtig besteuern. Wisst ihr, was ich meine? Dann kann ich hier die Armen so auch für die Armen lassen. Und euch lasse ich mal... Genau, euch ziehe ich auf 10 hoch. Dann könnt ihr auch mal schön zahlen für euer Geld. So, die etwas Reicheren hole ich auch auf die 9. Und die Ärmeren lasse ich einfach mal auf der 8 hier. Die können einfach mal so zahlen, ganz ehrlich. Sollen sich mal nicht ins Hemd machen. So, dann sind wir immer noch 2600, nein, 2720 im Plus. Also, das kann noch besser kaum laufen. Na gut, das kann auf jeden Fall besser laufen. Aber jetzt nicht so super duper. Ich glaube, ich baue hier nochmal ein bisschen was hin. Ich meine, das kann sich ja von alleine wieder abreißen, wenn ich den Platz hier irgendwie mal brauchen sollte. Also von daher. Ja, ich baue ja schon eine Uni. Jetzt hört auf, hier alle verlassene Gebäude zu haben, nur weil ihr eine bessere Technikstufe habt als wir qualifizierte Mitarbeiter. Aber hey! Gott, der Smiley, ey, der bricht gleich aus. Wirklich, da geht das Lächeln aus den Mundwinkeln heraus, über den Kreis und wird noch runder. Ergibt es Sinn, ich habe keine Ahnung, aber ich finde es auf jeden Fall lustig. Was ist hier schon wieder? Was willst du denn von mir? Ich kann doch gar nichts machen. Das habe ich doch alles schon geupgradet. Oh Gott, bei 75.000 können wir erst ein neues Upgrade machen. Aber mal gucken, ob wir das erreichen und wann eigentlich. Aber bis jetzt läuft es ja hier ziemlich gut. Euch geht so von Stimmung her ja bestens. Überall werden riesige Häuser errichtet. Das heißt, ihr dürft auch bald wieder die Nachfrage runtergehen. Denkst du? Ich hoffe es zumindest. Aber so schaut es doch echt gut aus, Mensch. Ich weiß gar nicht, was die alle haben. So, brauchen wir Strom? Das ist auch eine interessante Frage. Ja, wir sollten mal wieder ein Windrad bauen. Ja, ich hau hier wieder alles mit der Windkraft voll, ey. Sobald die Uni genug qualifizierte Arbeiter hat, bauen wir erstmal ein Atomkraftwerk. Das könnt ihr aber wissen. Kann ja nicht sein. So. Und dann singen sie alle. Wir sind so schön verstrahlt. Gott, das Lied ist auch schon uralt, ne? Ach, Mensch. So, genau. Wie schaut das eigentlich mit den Bushalten aus? Auch ein bisschen mau hier an manchen Stellen. Können wir auch mal ein bisschen ausbauen. Aber das waren hier nur Fabriken, ne? Ja, genau. Na egal, ich stelle jetzt auch eine Bushaltestelle. Herzlichen Glückwunsch. So, aber der Rest schaut doch gut aus, ne? Ja, soweit ich das sehe, ist alles echt schön, ne? So, ne, bauen wir hier noch in der Ecke eine, weil ihr da so verlassen ausschaut. Und dann könnt ihr euch mal alle drüber freuen, ne? Ah, wir haben schon eine Menge Geld zusammengespart. Sehr schön. Dann würde ich mal den Kredit hier abzahlen und mir einfach mal einen neuen holen für 50. Oh, wir können 100.000 jetzt freischalten. Sehr gut, dann nehme ich doch gleich mal den. Habe ich doch überhaupt nichts dagegen. So, und dann bauen wir gleich mal eine Uni. Aber wo baue ich die jetzt nochmal hin? Komplizierte Sache. Ich würde sagen, ich will die eigentlich hier drüben hinbauen. Das mache ich jetzt auch. Leute, ich mache es. Das ist jetzt eine Strand-Uni. Ja, yeah, dann haben wir jetzt auch die 12.000 von der Tante da gekriegt. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Sehr gut. Ja, jetzt hör auf jetzt zu heulen. Wir haben jetzt eine Uni, ne? Also, krieg dich wieder ein. So, was können wir bei der Uni bearbeiten? Genau, wir können ein bisschen unsere Einwohnerzahl aufstocken, indem wir hier mal so ein schönes Wohnheim bauen. Das stellen wir mal hier gleich mit dran. Weil durch so ein Wohnheim kommen gleich neue Einwohner in die Stadt, ohne gleich neue Apartments oder so zu brauchen. Und das ist ja soweit ganz praktisch. Deswegen nutzen wir das einfach mal, um unsere Uni-Werte ein wenig zu steigern, damit wir hier bald 1000 Sims auf der Uni haben.
Das Gute ist, dass wir hier das Wohngebiet noch relativ weit ausbauen. Aber das Blöde ist, dass hier gleich das Gymnasium steht. Dann gehen die ja alle dahin. Das ist ja doof. Aber die meisten fahren ja zur Uni. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Und wenn die hier voll ist, erweitere ich die sowieso nicht. Oh, toll, da passen 800 Sims rein. Schade. So, hier passen 950 rein. Ich glaube, die Grundschule, die bearbeite ich jetzt mal kurz und reiße da mal ein bisschen was ab, dass damit nicht mehr so viele Leute reinpassen. So, und das hier oben auch noch. So. Weil dann passen jetzt hier weniger Sims rein. Wisst ihr, was ich meine? So, dann passen jetzt nur noch 550 rein. Das heißt, wenn die voll ist, müssen die anderen ja eigentlich zur Universität rennen, ne? Das ist ja eigentlich nur logisch. So, und die haben ja auch noch die Schule. Wie viel? Oh Gott, da passen auch 500 rein. Und warum steht da 808? Die wollten mich doch verarschen. Da passt doch gar nicht so viel rein. So, aber wir brauchen hier ein paar Mitarbeiter, sonst öffnet die Uni nicht. Geschlossen, wir stellen Leute ein. Das ist nicht so schlau. Ich brauche jetzt qualifizierte Arbeitskräfte. Und nicht erst morgen, ne? Müssen wir die Straße mal hier noch ein bisschen lang ziehen. In der Hoffnung, hier kommen ein paar qualifizierte Arbeitskräfte. Aber ich baue ja hier schon wie eine Bekloppte. Eigentlich müsste das ja mal langsam funktionieren, ne? Können wir hier noch ein paar kleine hinstellen? Können wir hier ein bisschen was wegnehmen und dann dafür das Blaue bauen? Geht das? Kommt da wer oder wollt ihr nicht? Das könnt ihr mir jetzt einfach offen und ehrlich ins Gesicht sagen. Okay, ihr kommt nicht. Ist okay. Ich kann damit umgehen. Bin schon ein großes Mädchen. So, ja, ihr seid auch wieder alle verlassen. Mensch, das läuft doch hier super. Ist doch voll toll. So, hier ist wieder abgebrannt. Wahnsinn. So, aber hier sind irgendwo noch zwei verlassene Gebäude. Nein, das sind es nicht mehr. Die Anzeige war noch nicht schnell genug. Ja, ihr braucht wieder Industrie. Dafür kann ich jetzt aber nichts, ganz ehrlich. Oh Gott, wie schnell ging das denn? Sind da jetzt drei Häuser innerhalb von 2 Sekunden wiedergekommen oder was? Ihr wollt mich doch alle rollen. So, hier könnten wir eigentlich auch noch was bauen, aber da würde ich eher Industrie hinbauen, ehrlich gesagt. Weil mir gerade danach ist, okay, dann machen wir den Streifen hier Industrie. Und machen den anderen noch Wohngebiet. Oder machen wir da Einkaufsmöglichkeiten später hin? Das ist jetzt die Frage, ne? Na, machen wir einfach hier noch ein bisschen, für die Armen ein Wohngebiet. Dann könnt ihr später hier noch ein bisschen was zum Einkaufen hin, falls es denn nötig wird. Und dann ist gut. So, dann warten wir mal ab hier. Habt ihr jetzt schon mal... Ja, gut. Also wir haben jetzt ja auch Sims, die sich um die Uni kümmern. Es können also auch welche zur Uni gehen. Sehr schön. Ja, das Sonnenstrahlenprojekt werde ich gerade nicht anfangen, da ich noch nicht genug Sims unterrichtet habe, du Flitzpiepe. Aber ist okay. Gar kein Ding. Strom, wie schaut's da aus? Brauchen wir mal wieder eins? Natürlich brauchen wir welche. Am besten gleich 100. Wir stellen am besten eine ganze Armee davon auf. Ist doch ein Plan. So, wir können ja auch mal hier die Straße anbinden, aber dann kommt da eine Kreuzung. Ich will keine Kreuzung. Dann lassen wir es einfach sein, würde ich sagen. Und bauen hier an der nächstgelegenen Dings wieder eine Stelle hin. So. Kann ich jetzt hier irgendwie was bauen, dass das auch was bringt? Nee, das bringt aber irgendwie nichts, Leute. Das geht so nicht. Dann bauen wir einfach hier so lang. Oh, gibt das jetzt Sinn, was ich hier mache? Das ist ja totaler Blödsinn. Warum geht das da nicht hin? Das will einfach nicht, oder was? Na egal, dann baue ich erstmal hier weiter, damit wir wieder Strom kriegen. Also, dich will ich aber nicht mit einbauen, also lassen wir es erstmal so. Wir bauen hier noch eins hin. So, und dann schauen wir mal, wie weit der Strom sich hier ins Positive entwickelt. Gott, ey, ich brauche ein Atomkraftwerk. Wann kriege ich denn ein Atomkraftwerk? Mal gucken. Ach, ich kann schon eins bauen. Das ist doch, ja, das ist doch super. Aber wir haben nicht genug gebildete Arbeiter. Ich würde erstmal eine Stufe von der Universität abwarten. Er will das tatsächlich bauen. Und vielleicht auch noch den einen oder anderen Kredit, da wir es ja gerade nicht so dicke haben. Aber na gut. Ja, okay, ich gebe ja auch ständig Geld aus für Windräder und so ein Scherze. So, aber der Strom hält sich jetzt in Grenzen. Das ist gut. Ja, okay, schaut mal, wie viel die Uni frisst. Das ist ja auch nicht normal. Ach, herrje. Man weiß es nicht, man weiß es nicht.
So, ja, aber das Geld kommt doch ganz gut wieder rein und der Smiley leuchtet. Smiley. Der Smiley leuchtet auch dunkelgrün, fast gar so grasgrün. Das ist doch auch sehr praktisch. Sehr schön. Ja, soweit gefällt mir unsere Stadt eigentlich ganz gut. Die ist jetzt auch schon fast komplett ausgebaut hier bis an Rand. Also eigentlich ist sie ausgebaut. Wir haben halt sehr viel Wasser. Das ist ein bisschen blöd, dass das so viel Platz wegnimmt. Dann können wir bald in eine andere Stadt rüberwandern und dieser Stadt hier so halbwegs ihren Schicksal überlassen. Das klingt auch irgendwie ein bisschen mies. Naja, was soll's. Ja, wie schaut's eigentlich mit der Feuerwehr aus? Brauchen wir da bald eine neue? Ich fürchte ja fast schon, aber noch leuchtet hier nichts rot. Wir kriegen noch so halbwegs alle Brände hin. Und wenn, will ich denn eigentlich auch gleich so ein Zentrum bauen? Aber das kann ich mir ja noch nicht leisten. Okay, was wird das Abwasserding jetzt? Okay, wir haben Probleme. So langsam. Dann sollten wir hier mal wieder so ein neues Ding bauen. Aber hey, Leute, das ist echt teuer. Das geht ja mal gar nicht. So, dann cheate ich jetzt mal wieder. Ich erhöhe mal wieder die Steuern, denn ich brauche was. Wie es ja normal ist, ne? So, aber ich erhöhe jetzt nur noch von den armen Leuten das ein bisschen auf die 9%, damit wir jetzt bei 2500 liegen. Das sollte eigentlich reichen, damit wir uns bald diese neue Kläranlagenvorrichtung leisten können. Keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll, ohne dass das schäbig klingt. Oder gar ekelerregend, ne? So, ja, wir haben es auch bald zusammen. Wir sind gerade bei fast 3000. Das ist auch sehr, sehr praktisch. Yay, jetzt sind wir bei 30.000. Supi. So, was bist du? Du bist so ein Einkaufsding, ne? Wir stellen ein, das ist schön. Wie sieht's mit den Einwohnern aus? Braucht ihr neue? Nee, das geht auch ein bisschen zurück. Das freut mich. Ja, okay, jetzt geht's wieder hoch. Alles klar. Mich würde auch mal interessieren, wodurch das sich zusammenrechnet hier, wie der Bedarf ist. Ganz ehrlich, die Stadt ist voll. Wir haben keinen Bedarf. Wirklich. Muss ich nicht verstehen. Bahnbrechende Fortschritte beim neuen Technikpark. Alles klar. So, ja, wir könnten... Ja, ich weiß, dass das doof ist. Ich weiß, dass die Feuerwehr doof ist. Aber ich kann mir kein Geld aus den Rippen schneiden. Ich bin nicht Moses, nicht Jesus und auch nicht Krösus. Ja, das Geld wächst nicht auf Bäumen, jedenfalls nicht bei mir. Wenn ihr einen Geldbaum habt, schickt ihn doch bitte an meine Adresse. Ne? So, nein. Ja, was wollte ich denn gerade machen? Oh Gott, ich hab's vergessen. Genau, wir haben ja auch, haben wir hier schon ausgebaut? Ne, nicht so wirklich, ne? Dann können wir ja auch noch mal eine Bushaltestelle mehr hinsetzen oder so. Dann werdet ihr vielleicht auch noch ein bisschen glücklicher und wir heben die Wohnqualität in unserem tollen Viertel hier. So. Ja, das geht doch so halbwegs. Ja, die kleine Strecke da, ganz ehrlich, könnt laufen. So, jetzt können wir uns auch endlich dieses Ding leisten, damit hier auch mal wieder ein bisschen grün wird, der ganze Bereich. So, jetzt haben wir wieder Überschuss. Es wird auch wieder alles verarbeitet. Sehr gut. Ja, die Sprechblase habe ich jetzt irgendwie verpasst. Hätte ich Geld gekriegt? Nee, hätte ich nicht. Also, was soll's. So. Jetzt kommt auch wieder mehr Geld rein. Sehr schön. Überfall im vollen Gang. Kann ich da jetzt irgendwie hinschalten oder so? Wie geht denn das? Kann ich nicht. Okay, also muss ich das einfach mal suchen. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, wie ich das suchen soll. Muss ich das über die Karten suchen? Egal, ich will irgendwas abreißen. Wo sind hier Trümmer? Zeig mir die Trümmer. Hier sind Trümmer. Tut mir leid, Haus. Du musst weg. So, ja, ich wollte auch Parks bauen gerade. Obwohl, meine ganze Stadt leuchtet vor Parks. Ey, das ist ja auch nicht mehr normal. Ich will eigentlich auch nicht so viel Parks bauen, aber das hebt ja nun mal die Laune der Leute. Und es beschleunigt den ganzen Prozess so mit dem Ganzen, dass das da hochgeht, ne? Mörder auf freiem Fuß. Naja, Polizei. Okay, ihr habt Probleme. Ich soll euch helfen. Ja, ja. So, dann baue ich hier mal noch einen Park hin. Gut, ihr freut euch. Sehr schön. Wo ist denn die Polizei hier eigentlich? Die habe ich hier hingestellt, ne? So, braucht ihr Gefängniszellen oder... Nein, ich will doch hier bleiben, Mensch. Braucht ihr Gefängniszellen oder braucht ihr mehr Leute, so von wegen, die Verbrecher fangen? Ich gebe euch mal noch ein paar Streifenwagen, weil eigentlich habe ich hier eine Zelle schon hingebaut. Das müsste eigentlich reichen soweit, ne? So, hier, wo ist denn die Polizei? Da ist sie. So. Verbrecher pro Tag? Ach, so, aber es muss doch irgendwo... Tatsächlich. So, Strom? Ach, herrje. Gott, nee, das schaffe ich nicht mehr, Leute. So viele Windräder kann ich gar nicht bauen. Ich brauche ein Atomkraftwerk. So, dann verschulde ich mich mal wieder, weil es mir so großen Spaß macht, mich zu verschulden. Nehme ich mal ein paar kleine Kredite auf, ne, weil es so toll ist. So, wir haben Geld. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt brauchen wir nur noch 4.000. Siehst du, da haben wir sie jetzt auch schon.
Wo baue ich dieses Atomkraftwerk jetzt hin? Kann ich das hier hinbauen? Nee, da geht's auch nicht hin. Ja, dann muss ich es erstmal zwangsläufig hier mit hinstellen. Weil, ne? Nee, dann muss ich es da hinstellen eigentlich. Das ist eigentlich voll bescheiden, dass ich das mache. Aber ich kann ja da gerade noch nichts hinstellen. Das geht ja nicht. So, ich muss es auch da hinstellen, ne? Ja, toll. Dann kann ich die andere Straße eigentlich auch abreißen. Das ist auch sehr sinnbefreit. Naja, stellt sie jetzt einfach mal hin. Yay, wir haben ein Atomkraftwerk. Wenn hier alle in die Luft gehen, dann haben wir ein Problem. Aber wir haben Strom, das ist doch gut. Also wir haben Strom, sobald ihr Leute einstellt. Aber ich kann jetzt nicht mehr so viele Windräder bauen, Leute. Das geht echt nicht. Ich würde ja gerne so, aber es geht nicht. Es tut mir leid. Ich will da irgendwie noch ein paar reichere Leute. Dann bauen wir hier mal... Oh, der Park ist ja schön. Da ist ein riesengroßes Herz. Oh. So, wo baue ich denn hier noch einen Park hin? Hier, da, wo es euch scheiße geht, da baue ich den mal hin. So, dann baut euch mal zu Reichen aus oder so. Ihr habt jetzt hier schon welche eingestellt. Nein, natürlich nicht. Ey, Leute, wollt ihr mich verarschen? Das geht nicht. Aber wenn ich das hier jetzt komplett schließe, damit ihr hier Leute kriegt, dann haben wir gar keinen Strom mehr. Das ist noch blöder. Das kann ich auch nicht machen. Seht ihr, hier können wir auch noch was hinpacken. Sehr gut. Können wir hier noch was hinstellen, obwohl das bringt eigentlich eh nichts. So, mache ich hier noch ein bisschen. Das müsste dann eigentlich reichen. Kann ich hier noch ein bisschen was auszeichnen, weil da brauchen wir eh nichts mehr mit der Feuerwehr. Und den Rest können wir dann sowieso abreißen. Ja, habt ihr jetzt schon mal Leute eingestellt? Ey, das kann doch echt nicht euer Ernst sein. Bildungsniveau sicher. Strahlungsniveau? Keine. Ja, dann stellt doch mal Leute ein, dann ändert sich das vielleicht auch noch. Aber ihr nervt mich gerade so, weil wenn ich das jetzt schließe und das funktioniert nicht, dann habe ich gar keinen Strom mehr. Yay! Abdeckung der Stromversorgung! Ihr liebt mich! So, dann schließen wir das hier erstmal. Und schauen mal hier auf unsere Stromanzeige. Yay, wir sind 120 im Plus. What the fuck, ihr könnt mir alle mal, ne? So, mit diesem wunderbaren Ergebnis mit der Stromversorgung beende ich jetzt auch diesen Part. Ja, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zusehen und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge mit der Stromabdeckung von Schnupfenhausen. Okay, Leute, dann bis dann und ciao.